Wir von Harting unterstützen zusammen mit der Sporthilfe das Training gezielt der deutschen Nationalmannschaft der Damen. Und hier neben mir steht Wolfgang Sommerfeld, der Sportdirektor, der direkt das Training mit begleitet. Herr Sommerfeld, wie läuft das Training? Wie sind Sie zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Wir haben zwar ein paar Verletzte, aber die werden so langsam herangeführt. Aber wir sind im Plan und das ist das Allerwichtigste. Am 1. Dezember ist Deadline, dann ist das Eröffnungsspiel. Und bis dahin, denke ich, haben wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammen. Wie denken Sie über die Sporthilfeunterstützung? Wie hilft Ihnen das bei Ihren Trainingsvorbereitungen? Ja, natürlich enorm. Ohne diese Unterstützung könnten die Ladies das gar nicht leisten. Man spricht immer so von Halbprofessionalität, aber diese Ladies trainieren genauso viel wie die Profis, die Männer, haben aber noch die duale Karriere am Hals. Viele müssen jetzt unbezahlten Urlaub nehmen und das ist natürlich genial, dass hier die Sporthilfe zu diesen monatlichen Leistungen, die es ja auch gibt, einspricht. Sonst wäre das alles nicht möglich. Und wir spielen nun mal international gegen wirklich Vollprofis, auch im weiblichen Bereich. Und wir können das nur kompensieren durch diese Unterstützung. Ja, ich denke, dass es enorm wichtig ist, dass wir jetzt auch so eine lange Zeit haben und ganz, ganz viel hier investieren können. Wir hatten jetzt die ersten Tage nochmal einen Athletikeinschub und wechseln jetzt langsam ins Handballerische über. Und dann wird natürlich noch die Feinabstimmung trainiert, die Abwehr, der Angriff und dass wir da ganz schnell zusammenkommen, um ja, erfolgreich in die WM starten zu können. Ja, wir finden hier in Leverkusen perfekte Bedingungen, um uns eben auf die WM vorzubereiten und sind natürlich froh darüber, in so einem Rahmen eben auch trainieren zu können und hoffen, dass wir denn hier eben den Grundstein für die WM legen können. Die Sporthilfe unterstützt uns einfach in vielen Aspekten, auch finanziell. Also ich habe, glaube ich, seitdem ich in der Jugendnationalmannschaft spiele, Förderungen erhalten. Und das war gerade in jungen Jahren extrem wichtig und hat wirklich viel ausgemacht. Auch wenn es dann 100 Euro waren, das war dann schon das Taschengeld, was man sehr, sehr gut gebrauchen konnte. Also die Unterstützung der Sporthilfe kann man gar nicht groß genug betonen und oft genug hervorheben. Man wächst so ein bisschen da rein, erst mit Liga, dann, also ich zum Beispiel habe nicht direkt in der Nationalmannschaft gespielt, sondern man kommt dann da so ein bisschen rein, ist so ein kleiner Prozess. Und man gewöhnt sich daran, mit gutem Zeitmanagement natürlich auch sein Studium oder die Arbeit, die Ausbildung, je nachdem, was man da gerade macht, zu managen. Und ansonsten macht es eben sehr viel Spaß und deswegen macht man es natürlich auch gerne. Und wenn man dann eben auf so ein Großereignis hintrainiert und dann weiß man auch, wofür man es macht. Biegler Ladies!